Hey liebe Leute und willkommen zurück bei Yooka-Laylee. Ja, für die Leute, die die Gründe nicht interessieren, schaut einfach nur auf die Partseite, daran erkennt ihr eigentlich... Was ist das denn? Meine Entscheidung schon, aber ich werde nur mit der hier reden. Hi Kinder, wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tonikum. Zeig mir zuerst deinen Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Ivory Towers. Ach, dumme Sache. Mein Flittermaus-Freund hier hat meinen gefressen. Weißt du was? Einmal lasse ich es dir durchgehen. Im Namen der freundschaftlichen Beziehung unter Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Wendy. Du hast schon Erfahrung mit spielverändernden Tonika, oder? Denk dran. Jedes angelegte Tonikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Du musst für jedes Tonikum zuerst eine Herausforderung bestehen und bau keinen Mist, nur immer ein Tonikum gleichzeitig anlegen. Komm zu mir, wenn du dein Tonikum auswechseln möchtest. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Helium, 64 Bit. Ah, davon habe ich gehört. Sammle alle Pages im Spiel, dann habe ich Hosen. Athlet, Schmetter 3, Kuckuck, Jäger, geladen, Lachs, Hamsterer, Energiebündel, sturzlicher Boiler, Superkracher, Wohl, Aufherr, Kugler. Okay, keine Ahnung, was es damit auf sich hat, werden wir uns mal angucken irgendwann. So, irgendwann, genau, und das ist jetzt die Sache. Dieses Let's Play hier ist mit sofortiger Wirkung nach diesem Part abgebrochen. Beendet. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass es irgendwann nochmal neu startet. Von vorn. Oder vielleicht auch ab hier. Mal gucken. Wahrscheinlich dann aber eher von vorn. Und die, die es bis hierhin geschaut haben, die müssen dann halt nicht bis hierhin nochmal gucken. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ hoch. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ebenso sehr hoch, dass es noch eine Weile dauern kann. Weil ich habe mich dazu entschieden, ich fühle mich wohler, wenn ich das Spiel erstmal für mich durchspiele. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist einfach so, ich möchte dieses Spiel gerne für mich erstmal durchgespielt haben, auf 100%, auch mit der Platin-Trophäe und alles, bevor ich mich dann daran setze, das wirklich aufzunehmen und zu präsentieren. Weil, tja, ich kann es ja dann nicht genau beschreiben. Also ein Grund ist tatsächlich, ich habe das Projekt jetzt direkt zu Release gestartet, weil ich halt es direkt spielen wollte. Aber das Problem ist, dass ich halt momentan einfach, ganz ehrlich gesagt, gar nicht in Stimmung für Collectathons bin. Ich kann es nicht so genau beschreiben, aber es ist einfach so. Ich meine, ich spiele jetzt gerade privat und in der Aufnahme, also in der Aufnahme spiele ich jetzt gerade parallel Ghost Recon Wildlands, Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Warum höre ich hier ein Page eigentlich da? Oh lol, hey. Und privat spiele ich momentan Morrowind, also The Elder Scrolls Morrowind und This War of Mine. Und wenn ich immer bei meinem Bruder bin, dann schaue ich da mal Persona 5 zu. Und das alles geht jetzt momentan nicht so sehr in die Collectathon-Richtung, also wie sowas hier eben. Und ja, ich muss gestehen, dass ich momentan irgendwie gar nicht so viel Lust darauf habe. Ich denke, es wäre was anderes, wenn ich jetzt Donkey Kong 64 oder Banjo-Tooie anmachen würde. Einfach wegen der Nostalgie, weil da weiß ich von vornherein so ein bisschen, ich kenne mich ein bisschen aus und ich weiß, die Spiele sind gut und so weiter. Aber hier ist es was Neues in dieser Richtung und ich glaube, dafür bin ich jetzt gerade einfach nicht so in Stimmung, dass ich daraus ein angenehmes Let's Play machen könnte. Höchstens eins, was dann einfach kacke wäre. Ich meine, man hat ja, ich weiß nicht, habt ihr euch den letzten Part ja, und die Kamera nervt im Spiel ein bisschen. Ich weiß nicht, ihr habt euch ja den letzten Part höchstwahrscheinlich angesehen, wenn ihr den Part hier seht. Und ihr habt vielleicht gemerkt, auch da, dass irgendwie ich die ganze Zeit nur entweder dabei bin, das Spiel zu vergleichen mit den Banjo-Teilen, also mit den vorherigen Spielen des Entwicklers oder der Entwickler. Oder Donkey Kong 64, Donkey Kong Country, sowas. Ne? Ich vergleich's die ganze Zeit und dann rege ich mich die ganze Zeit auf. Besonders wenn irgendwas mal ein bisschen anders ist oder so. Und das möchte ich natürlich eigentlich nicht. Ich möchte das Spiel ja gerne als eigenes sehen.
Aber ich bin momentan irgendwie, was das angeht, einfach nicht so offen für Neues. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr schädlich, wenn ich dieses Let's Play jetzt wirklich machen würde, so wie ich es ursprünglich geplant hatte. Ja, und deswegen werde ich mich für dieses Projekt vorerst zurückziehen und es langsam, also ohne Upload-Plan-Stress, das heißt immer, wenn ich mal Bock habe, das ist ja auch sowas Wichtiges, privat ein bisschen spielen, bis ich es dann irgendwann Platin halt zu 100% durch habe. Das ist nämlich auch so eine Sache hier, ne? Wenn ich es aufnehme, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, es zu Let's Playen, dann bin ich gezwungen, es auch, also weil ich mich halt sehr gerne an meinen Upload-Plan halten möchte, bin ich halt mehr oder weniger gezwungen, das dann auch regelmäßig zu spielen, ständig. Und wie gesagt, momentan, also es hat allein. Huch, was ist das denn hier für ein Ort? Es hat allein zwischen dem dritten Part und diesem Part, ja, wenn ich nicht schon vorproduziert hätte vor einer Weile, dann, ja, wäre jetzt gerade noch eine ewige Pause gewesen, weil ich habe jetzt gerade locker wieder einen Monat, na gut, einen halben Monat vielleicht, wieder nicht aufgenommen, hier, das Projekt. Und das nur, um mich zu entscheiden, ob ich das hier. Also nur, um dann zu sagen, dass ich es nicht weitermachen möchte erstmal. Also ich bin momentan einfach, wie gesagt, nicht in der Stimmung und das wäre einfach schädlich fürs Projekt. Deswegen, ich möchte euch dann lieber das Projekt verspätet irgendwann liefern, in ferner Zukunft, als eben motivationslos und die ganze Zeit mit Ausrasten und sonst was, weil das bringt dann einfach auch gar nichts. Ja, deswegen ist das meine Entscheidung. Ich hoffe, ihr könnt es respektieren. Wenn ihr anderer Meinung seid oder mich irgendwie überreden wollt oder so, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Ich bin immer noch offen, darüber nachzudenken, wenn es irgendein Argument gibt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt erstmal was anderes machen werde. Wie ich schon gesagt habe, ich nehme momentan parallel Kingdom Hearts Dream Drop Distance auf. Und das wird auch in ein paar Tagen online gehen. Ich glaube, in 3 Tagen, wenn mich nicht alles täuscht, kommt das dann erstmal täglich 15 Uhr. Da habe ich nämlich gerade richtig viel Bock und das nehme ich jetzt auch gleich weiter auf, genau nach diesem Part hier. Ja. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich hoffe, ich habe das nicht irgendwie blöd erklärt oder so. Ansonsten, wenn irgendwas für euch unverständlich ist oder so, dann fragt mich einfach in den Kommentaren, dann kann man das da noch weiter klären. Aber ich hoffe, ich habe den Punkt erstmal klar gemacht. Ja. Also es tut mir ein bisschen im Herzen weh halt, weil ich mich so mega auf das Spiel gefreut habe, als es noch nicht draußen war. Nur das Ding ist, in der Zeit, in der es eben noch nicht draußen war, habe ich dann sowas wie Banjo-Kazooie gespielt, Jak & Daxter nochmal gespielt, Sly, also so ein paar Spiele halt in die Richtung und habe damit erstmal eigentlich genug von diesem Genre gespielt für dieses Jahr. Und das, ja, das war der Fehler. Ich wollte mich damit in Stimmung bringen und habe mich stattdessen von der Stimmung wegbewegt, weil ich eben ja dann erstmal genug von diesem Genre hatte für dieses Jahr oder für eine Weile, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich bin hier ein bisschen unsicher, weil es halt neu ist und weil die Welten für mich erstmal so mega groß und unübersichtlich wirken. Und genau, das ist noch eine Sache. Ich habe vorhin, gerade kurz bevor ich den hier aufgenommen habe, den Part, habe ich gerade den zweiten Part geschnitten und beim Durchskippen ist mir da aufgefallen, ich habe an einer Stelle gesagt: Ja, was ich aber hoffe, ist, dass es wieder wie ein Banjo-Kazooie also wie in den Vorgängern ist, dass man eine Welt auch, wenn man sich ein bisschen anstrengt, gleich am Stück komplett machen kann und nicht erst später, wenn man Moves lernt, dann extra nochmal wieder rein muss. So wie ich das jetzt aber von meinem Bruder gehört habe, der das Spiel schon ein bisschen weitergespielt hat, soll es eben wohl doch so sein, dass man eine Welt eben nicht gleich vollständig machen kann, sondern dass man erst noch in die späteren Welten muss, dann die ganzen Tricks und so halt über die Zeit lernt und dann erst nochmal in die alten Welten zurück muss, um dann alles vollständig zu machen. Und sowas mag ich einfach nicht. Das ist wie in den Lego-Spielen. Ja, ich habe die Lego-Spiele sehr, sehr gern gemocht. Ich habe auch 2 Lego-Spiele auf 100% gemacht. Nur da ist es halt auch so. Du musst halt später, erst wenn du die ganzen Charaktere und Fertigkeiten hast, musst du nochmal in alle Welten rein, um dann erst die ganzen Collectibles wieder sammeln zu können und so. Und das mag ich nicht. Sowas mag ich einfach irgendwie nicht. Also ich finde es zwar cool, dann hat es auch mal einen Sinn, dann ist das Gebiet nicht sozusagen weg aus den Gedanken, sondern man hat noch einen Grund, nochmal wiederzukommen und lernt selbst in alten, bekannten Welten nochmal neue Ecken kennen. Das finde ich an sich ja schon super cool, aber ich mag es an sich einfach lieber, ja, etwas vollständig gleich abzuschließen, weil irgendwie dieses Gefühl, wo rauszugehen, ohne
ohne dass man es wirklich fertig gemacht hat, das mag ich nicht und das ja, stört mich ein bisschen. Gut, also das war jetzt erstmal hier meine 10 Minuten lange Erklärung, dass das Projekt jetzt vorerst abgebrochen ist. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es irgendwann nochmal kommt, aber dann ist es nicht mehr blind, weil ich möchte es einmal für mich selbst durchspielen. Dann mache ich logischerweise eine Pause, weil zweimal hintereinander spiele ich es nicht. Und dann besteht vielleicht nächstes Jahr irgendwann die Chance nochmal, dass es doch nochmal als Let's Play kommt. Ich entschuldige mich dafür, aber ich glaube, es ist auch ganz gut für beide von uns, für euch, die Zuschauer und für mich. Also viel Spaß mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance dann in ein paar Tagen. Und ja. Tut mir leid, aber auf Wiedersehen.